Einen wunderschönen, meine Lieben, und willkommen zurück zu einer neuen Folge Little Nightmares. Wir gümmeln immer noch in der Schule rum, bei dieser abgedrehten Lehrerin. Und wenn ich da vorbeigehe, kriegt die das mit, egal wie leise ich bin. Auch wenn ich schleiche, merkt sie es. Jetzt bleibe ich mal da hinten, wenn sie... Ja, das sieht sie. Jetzt schreit sie. Nee, sie schreit nicht. Okay, dann muss ich quasi einfach still sitzen bleiben, wenn die sich umdreht. Warten wir lieber mal. Boah, ist die ekelhaft, Alter. Ja, schreib weiter. Warten wir lieber? Ja, wir warten lieber. Ah, wahrscheinlich hätte ich es geschafft. Oh Gott. Boah, dieses Knarzen, das ist so ekelhaft. Und... Da ist da Silber. Oh, da oben ist ein Schlüssel. Keine Ahnung, wofür ich den brauche. Ah, ich bin nicht da. Boah, wie die... Oh. Oh mein Gott, ist die ekelhaft. Boah, ist die ekelhaft. Jetzt muss ich da wieder durch. Steck mal den Schlüssel ein, komm. Okay. Welcher Raum war denn verschlossen? Ich weiß es echt nicht mehr. Oh mein Gott. Bleib doch da drin, Bratan. Aber die Kinder sehen mich doch, sagen die nichts? Ne, die sagen nichts. Boah, ist die ätzend, Alter. Die ist ja so richtig ätzend. Ach du Scheiße. Nein, ich bin, ey! Scheiße. Aber die guckt da ja hin, wo soll ich denn sonst hingehen? Boah. Kann ich die vielleicht irgendwie ablenken? Ja, schau doch mal an, wie ätzend die ist. Da war meine echte Lehrerin ja gar nichts dagegen. Okay, jetzt chillen wir erstmal. Ich könnte da ganz links nochmal hinter den Schrank gehen, vielleicht. Nee, jetzt schaut sie doch wieder her. Oh Gott, du bist so ätzend. Hier. Schnell, schnell rein da. Rein, fahr! Wow. Okay, ich nehme fast an, dass das so geplant war. Da musstest du jetzt wahrscheinlich einfach rennen. Oder ich habe es falsch gemacht. Sei es drum. Geschafft ist geschafft. Oh, wer bist du? Ups. Fertig? Danke. Ey, der Teil ist so viel creepier als der erste. Toll, da muss ich irgendwas draufwerfen.
Nein, nicht das Rohr, oder? Das geht nicht, das geht nicht. Oh mein Gott! Scheiße, dieses Game macht mich fertig. Heb das auf jetzt! Wie soll ich denn das Rohr da jetzt kriegen, bitte? Ja, schleichen bringt da auch nichts. Muss er dann vor ihn, das kriegt er mit. Ach, das ist doch nicht dein Ernst, oder? Okay, dann nochmal loslassen und nochmal laufen. Ja, mein Gott, machen wir es halt so. Ich bin so ungeduldig. Ich mache immer den zweiten vom ersten Schritt. So, du fällst jetzt hin. Wir nehmen das Teil hier. Wir ziehen es ein Stück und jetzt rennen wir. Ne, es geht nicht. Ne, ich muss schon mit dem Ding weg. Das war schon richtig, das ist der erste Versuch. Alter, vergiss es doch. Hör doch auf, also. Alter, besser geht das nicht. Ach, Gott sei Dank, okay. So. Ich würde den Typen gern verprügeln. Barmherzige Tat. Ach, weil ich hätte ihn wahrscheinlich sogar umhauen können, oder? Ich mach sowas nicht. Das ist ein unschuldiges, kleines Jüngerle. Ja, wer weiß, was der da durchgemacht hat. Ja, geht's noch lauter. Oh Gott, da unten ist sie schon wieder. Jetzt kommt gleich wieder der Kopf hoch, oder? Nee. Das hat die echt nicht mitbekommen. Aber das bekommt sie mit. Rein da. Scheiße. Ey, da ist der Hausmeister aus dem ersten Teil nichts dagegen. Die ist viel schlimmer. Finde ich. Was, das hat sie auch gehört? Wie lange ist denn der ihr Kopf? Wir werden es nie erfahren. Und rein in die Olga. Du musst halt immer erst mal raffen, wo du hin musst. Das ist, glaube ich, schon mal nicht verkehrt. Ach, die kann ich auch verschieben, die Leiter. Oder? Nö. Nö? Doch. Ich weiß ja gar nicht, ob ich da hoch muss. Aber warum sollte man sonst die Leiter verschieben können? Das macht schon Sinn. Oh mein Gott, lauf! Hat die mich? Die hat mich gegessen. Die hat mich einfach aufgenommen und... Ja, aber die fallen auf jeden Fall um. Da kann ich nichts dagegen machen, gell? Ja. Digga. Muss ich vielleicht nach oben? Man konnte doch sliden im alten Teil, gell? Glaube ich. Ich weiß es nicht mehr.
Was halt auch eine Idee gewesen wäre, also nach oben geht nicht. Ich muss schon da rein. Dass ich nochmal gehe. Ich schmeiß die Bücher um und spring nochmal runter. Probieren wir das mal. Das ist sicher nicht der richtige Weg, aber... Ja, schau, jetzt kommt die gar nicht. Okay, also die kommt jetzt wahrscheinlich trotzdem, weil das so sein muss. Alter, ich flippe aus. Ich muss schauen, ob man irgendwie sliden kann. Ich habe irgendwie im Kopf, dass das ging. Ja, du bist jetzt nicht tot, weil du dann 2 Zentimeter runtergefallen bist. Ne, der kann nicht sliden. Doch, hä? Warum geht's jetzt? Okay, ja, dann machen wir es so. Das ist ein bisschen blöd, weil ich drücke das mit dem kleinen Zeigefinger und dann gehe ich ja von der Sprint-Taste runter. Und dann sprinte ich quasi nicht mehr und kann dadurch nicht mehr sliden. Ja, so geht's schon. Das ist blöd. Da bräuchte ich eine andere Taste dafür. Warte, warte mal, bis die weg ist. Okay, die bleibt da. Boah, sie widert mich so an. Ohne Witz. Boah, wie die mich anwidert. Sie ist so eklig. Oh Gott. Ja, es ist niemand da. Ist gut jetzt. Jetzt kommt die schon wieder. Die Alte will mich doch langweilen. Boah, ist das ein Stress, Junge. Okay, da muss ich nicht hin. Ja, aber ich gehe doch jetzt nicht da rein. Gehe ich auch nicht. Dann gehen wir mal hoch. Kann ich auch nicht. Hier lang. Hä, was wollt ihr denn jetzt von mir? Kann ich das ziehen? Okay, und das zum Türgriff. Aber warum sollte ich da reingehen? Ich will da nicht rein. Weil die das auch nicht mitkriegt, weißt? Okay, sie ist nicht da. Angenehm. Der Raum gefällt mir mal überhaupt nicht. Ich will auch nicht, dass es in zu viele Richtungen geht. Ich mag das bei Spielen nicht. Also Rätsel gerne, aber nicht in zig Räumen oder so. Das ist... nicht so mein Stuff, lieber so Apes Old World, falls das irgendjemand kennt. Das ist so mein Ding. Oh, wer bist du jetzt? Alles gut? Da geht's nicht weiter. Dann schauen wir mal auf die andere Seite. Hops, hops. Will ich das zusammenbauen? Komm hoch da. Und Sprung. Mein Gott. Da ist jetzt safe wieder, oder? Wunderbar. Wer ist denn er wieder? Der ist da angebunden. Tot? Glaube ich.
Muss ich da jetzt die ganzen Figuren zusammenbauen? Ah, okay. Ist die Frage, wo ich die ganzen Figuren herkriege. Nimm das bitte mit. Dankeschön. So, der ist auf jeden Fall richtig. Und dann kann ich da hochspringen und den König holen. Oder? Nee, kann ich nicht. Wie komme ich jetzt da hoch? Das geht nicht. Das geht auch nicht. Nein, das stimmt schon. Lass das da dran. Hey? Hey? Nein, nicht auf dem Boden. Was tust du denn? Lass das da drauf. Ich weiß nicht, wie ich da hochkomme. Okay, also hier geht's nicht weiter. Unten geht's ja auch nicht weiter. Aber ich kann noch... Ah, ich hab's. Okay. Dumm. Dumm, dumm. Genau. Wir können ja den hier nehmen. Dann packen wir den da drauf, springen darüber, holen uns den König. Und ja, darum können wir das Ding auch wieder runter machen. Oder? Genau, hoch. Hoch. König nehmen. Zack, weg damit. Der muss ich gucken, wo er hingehört, weiß ich nicht. Der gehört hier drauf. So. Der König gehört da vorne. Okay. Also, der König gehört hierher. Und das rechte ist der Turm. So, das jetzt? Den Schrank kann man verschieben, glaube ich. Oder? Der hat Rollen. Aber nicht so. Von der anderen Seite. Nee, auch nicht. Ist der Junge da tot jetzt, oder was? Anscheinend. Was hat das Licht jetzt gebracht? Es schaut so aus, als würde hinter dem Schrank Licht brennen. Da ist ja auch... Da sind Rollen dran an dem Schrank. Aber ich kann das nicht verschieben. Ey, Alter, ist jetzt vielleicht irgendwo ein Schlüssel gespawnt oder irgendwas? Das muss doch was gebracht haben. Kann nicht sein, dass da jetzt nur das Licht angegangen ist. Aha. Okay. Und das hat die Lehrerin jetzt nicht gehört, oder was? War ja nicht gerade leise. Tod. Ernsthaft. Zerrinder? Schlüsselrinne? Warum die Schlüssellöcher auch immer da unten sind, keine Ahnung. Oh, eine Rutschbahn. Oh, ne. Oh Gott, eine Küche ist halt auch nicht so geil. Sag ich dir, wie es ist. Die Geräusche sind auch nicht geil. Nein, nicht. Hoch. Zack. Der hat aber auch ein Glück, dass hier überall Leitern und was weiß ich was rumstehen. Beziehungsweise was er halt als Leiter benutzen kann. Oh! Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Hä? Wow! Alter, was geht hier ab? Was machen die da alle? Der pisst da oben in die Suppe rein.
Ja, aber hier unten rein bringt mir ja gar nichts. Ah, ne, der kommt da nicht rein. Ja toll, was mache ich jetzt? Ja! Okay, dann erschlage ich den Typen nicht. Lassen wir ihn in Ruhe. Aber der sieht mich doch, wenn ich jetzt dann vorbeigehe. Das geht ja auch nicht. Oder? Ja, klar. Leute, ich sag's euch, ich weiß nicht, wie es da weitergeht. Ich werde mir da Gedanken machen bis nächste Woche. So machen wir das. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, könnt ihr mir gerne ein Like da lassen. Ihr könnt den Kanal auch gerne abonnieren, die Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Ich danke euch allen für euren mega Support. Und morgen sehen wir uns wieder auf Twitch. Bis dahin, reingehauen.